Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren, muss man fast sagen, weiteren Sendung von Tele Blocher. Ja, wir haben es letzte Woche angetönt, wir haben eine kleine Tour d'Horizon gemacht über den Schweizer Abstimmungssonntag. Noch viel mehr im Fokus ist natürlich, was in Deutschland passiert ist. Frau Merkel, Superstar, haben wir mit dem rechnen oder haben Sie mit dem gerechnet? Ja, also dass sie gut gewählt wird, habe ich gerechnet. Dass sie fast absolut im Heer macht, habe ich nicht gedacht, das hat sie ja fast. Fehler hat ja eigentlich nur 3-4 Mandate, oder? Und ist jetzt gut, wenn man ein bisschen Abstand hat, 14 Tage später, oder? An diesen Wahlen wird ja noch alles geschwätzt, wie die Partei verloren, nicht verloren hat. Aber wenn man das ein bisschen in einem grösseren Maßstab anschaut, hat das vieles mit dem zu tun, was wir in der Schweiz auch festgestellt haben. Das Zurückbesinnen wieder aufs Gewöhnliche, aufs Nationale und auf die eigene Heimat. Was hat eigentlich Frau Merkel gemacht in den letzten 4 Jahren? Sie war authentisch und sie ist darum auch glaubwürdig in die Wahlen. Aber sie ist nicht eine Staatsmutter oder ein Staatsmann, der das Heft in die Hand genommen hat und Deutschland gestaltet hat. Die haben ja grosse Probleme, wenn ich an den unglaublichen Schuldenberg denke. Die sind ja auch in der Euro-Konstruktion, die eine Misskonstruktion ist, verfangen. Sie zahlen auch viel, da drin. Aber sie hat Deutschland gut verwaltet, wie eine Hausmutter. Man macht eine Hausmutter, schauen, dass alles gut geht, wenn es gewöhnlich geht, oder? Sie füllt den Kasten in der Küche mit Essen, damit alle genug zu essen haben. Wenn sie anfangen zu übertreiben, bremst sie ein bisschen, nicht fest übertreiben, oder? Wenn jemand ein Mais macht im Haus, ein bisschen ausgleichen, schauen, dass es ein bisschen harmonisch ist und nicht da ein grosses Ding. Also jetzt übertreibt auf Deutschland, wenn da die Gegner angefangen haben, Mais machen, sind jetzt schön ruhig. Was wollen wir an? Kernenergie abstellen, ja, dann machen wir Energiewende, dann sind wieder alle zufrieden. Dann sind natürlich die Grünen. Aber ist doch noch interessant, wenn Sie sagen, Sie können ja jetzt das nachvollziehen, dass Sie so einen Erfolg haben. Sie ist ja vom Politikertyp 100% anders als Sie. Sie, also ja. Wo Sie Bundesrat sind, ja, haben Sie ja vom ersten Tag angefangen. Ja, jede Zeit hat Politiker, die anders sind und müssen anders sein, und jedes System natürlich. Sie ist ein Deutscher und ich ein Schweizer. Zweitens, im schweizerischen direktdemokratischen System können Sie nicht nur Verwalter Leute brauchen. Für die Regierungen ist das auch besser, wenn es normal geht. Das ist ja bei uns auch so. Also bei den, ja, da haben wir Ihnen ja dann so Vorwurf gemacht. Ja, ja, das ist ja so. Das braucht dann auch nicht grosse Gestalter. Da sind Sie froh, wenn es einen verwaltet. Und es braucht dann nicht Kreative. Also ein Churchill-Typ wäre jetzt in Deutschland völlig fehl am Platz gewesen. Das hat mir zum Beispiel ein Churchill gesagt. Ja, der hat Glück gehabt. In dieser Zeit war das der richtige Typ gewesen. So ein Haudegen, der hersteht und sagt, jetzt nehmen wir das Heft in die Hand, jetzt wird die Freiheit Europas verteidigen durch dick und dünn. Und zwar müsst ihr ja nicht meinen, es sei Honig lecken. Es ist Blut, Schweiß und Tränen, die ich euch da verspreche. Das braucht es heute nicht. In Deutschland geht es relativ gut. Wirtschaftlich, das sehen Sie, es geht denen besser als den anderen. Also dann möglichst nichts verändern, das gilt einfach für die Schweiz. Aber ist das nicht einfach nur ein Klischee, wenn man jetzt anschaut, Frau Merkel? Ich meine, unter Ihrer Präsidentschaft oder Bundeskanzlerschaft hat es ja gleich einschneidende Änderungen gegeben. Eben die Wehrpflicht ist zum Beispiel abgeschafft worden oder jetzt auch die Energiewende. Ja. Das ist ja gleich ein radikaler Schritt. Ja, radikaler Schritt. Sie hat sich auf jeden Fall nicht müssen durchsetzen gegen den Gegner. Sie hat dem Gegner alles das Thema weggenommen, ja, ja, ja. Ja, sie hat einfach das gemacht, was der Gegner wollte. Darum habe ich immer gesagt, wenn nur die Linken würden regieren, dann gibt es eine bürgerliche Opposition, dann müssen die den Bürgerlichen entgegenkommen. Eben wie der Schröder dann, ja? Ja, der Schröder. Wobei der Schröder etwas natürlich gemacht hat, wo dann ihm fast das Knick gebrochen hat. Also, also schon mal behandelt. Ich habe von Leuten, die sehr nahe um den Schröder herum waren, habe ich erfahren, erst nachträglich, wie das zugegangen ist an dem Abend, wo der Schröder das Harz-Modell beschlossen hat. Das ist also, dass man die
Sozialabhängigen nicht mehr so leicht einfach Geld verteilt, sondern dass man da anfängt zu sagen, so, jetzt müssen wir arbeiten und nicht vor allem nichts tun und dann kommen wir da mehr Geld über. Das ist natürlich für Sozialdemokraten eine ganz schwierige Entscheidung. Und dann ist er mit den Sachverständigen, auch mit den eigenen Ministern zusammen gewesen. Und dann haben die Sachverständigen gesagt, schauen Sie, das sollten Sie machen, wenn Sie die Wirtschaft wieder wollen, in Schwung bringen. Die ist ja hier nicht gut gelaufen, oder? Dann ist das dringend notwendig, dann werden Sie auch Erfolg haben. Und an diesem Abend hat der Schröder gesagt, ich neige zu dem, was wir machen sollten. Und dann hat der Minister, ich will jetzt nehmen nicht sagen, ich habe nehmen gesagt, einzelne Minister haben gesagt, das ist der Tod der Sozialdemokraten, wenn wir das machen. Dann gehen wir unter. Das kann unsere Basis nicht nachvollziehen, so einen Entscheid. Und am Schluss hat der Schröder gesagt, hört, wenn wir es nicht machen, geht Deutschland unter. Wenn wir es machen, gehen die Sozialdemokraten vielleicht unter. Ich bin der Meinung, dass Deutschland überlebt. Ein bisschen überspitzt natürlich. Und er gesagt, und jetzt müssen wir unsere Kunst auch unseren Wählern sagen, dass das von ihrem Vorteil ist, dass sie Arbeit haben. Und er hat dann die Wahlen verloren. Sehr knapp, ja. Ganz knapp. Das war die grosse Überraschung, so knapp. Und Frau Merkel hat es gewonnen. Und Frau Merkel hat dann müssen in eine grosse Koalition mit den Sozialdemokraten. Aber das war eigentlich so der Erfolgsfaktor für die Wirtschaft. Ich glaube nicht, dass Frau Merkel die Kraft gegeben hat, das zu machen. Aber jetzt eine grosse Koalition, die jetzt höchstwahrscheinlich in Deutschland auch wieder kommt, ist das nicht einfach gefährlich für ein Land, schlussendlich? Ja, wir haben es. Es gibt aber auch keine Opposition mehr. Ja, wir haben es in der Schweiz auch. Wir haben ja nur das. Aber bei uns ist die Opposition das Volk natürlich. Das Volk tut ja abwägen. Eben Wehrpflicht, Bockerverbot und alle Sachen. All die Sachen, stimmt, ja. Das Volk ab. Das ist ja wieder reinigendes Gewitter. Und wenn wir die mehr lesen ohne die Volksabstimmung, würde das furchtbar. Also die würden über die Ohren hauen, also jeden übers Ohr hauen. Und die würden ab und hätten mehr Schulden und hätten Arbeitslose und hätten die Steuern, wie die anderen auch. Jetzt in Deutschland, eine Partei kann ja nicht regieren. Das ist ja so. Und ihre ist natürlich, das ist ja tragisch, sie hat die Wahlen gewonnen, aber ihre Regierung ist abgewählt worden. Sie hat eine Niederlage. Ja, ihre Regierung wurde abgewählt. Sie hat dann gesagt, sie hat für das keine Verantwortung. Ja, woher? Da meinte ich, wäre eine Grenze. Weil sie hat ja niemand mehr, der mit ihr regieren kann. Sie hat ja wollen mit der FDP. Und jetzt muss ich halt jemand anderes suchen oder hat gesucht. Ich meine, wir sehen, da ist ja klar, was da rauskommt. Bis die Sendung ausgestrahlt wird, haben sie es vielleicht schon. Die anderen Parteien zieren sich jetzt. Das macht man so. Ah, nein. Und dann macht man Bedingungen. Das gehört ja bei uns auch da bei der Abstimmung über Personenfreizügigkeit, Sozialdemokraten. Ja, dann sagen wir nein, wenn man das nicht macht und so. Die sagen doch nie nein, die Internationalisten da. Aber ein bisschen teuer die Haut verkaufen, damit der Bundesrat entgegenkommt. Und das machen jetzt die Parteien auch. Sagen, ja. Und am Schluss sagt man, ja, wir stellen die Bedingung. Wenn sie das macht, zum Beispiel den Mindestlohn, wenn wir wollen, die Sozialdemokraten, dann sagt sie, ja gut, dann machen wir halt das. Und am Schluss regieren die. Also das sieht man kommen. Eben der einzelne Politiker wollte ja Minister werden. Ja, da. Und in Deutschland, die sind natürlich viel hierarchiegläubiger als wir. Das ist ja so das Volk schon, oder? Ich meine, die wollen die Regierung. Die, ich glaube, die Grünen kommen wahrscheinlich nicht in Frage, weil die haben ja kein Regierungsprofil. Also, wenn man das sieht, oder? Und das ist... wenn es schwierigere Zeiten gibt, braucht es natürlich wieder eine andere Sache. Ich meine, wenn ich nur sehe, an die Energiewende, da sehe ich auch ein bisschen drin. Das ist ja unglaublich, was sich jetzt die deutschen Privaten müssen zahlen müssen, gefallen lassen in Bezug auf den Strompreis. Aber sie hat ja keine Konkurrenz zur Opposition gehabt. Sie hat ja... die Sozialdemokraten und die Grünen, die sind ja schon lange für den Ausstieg und für die Wende. Jetzt haben sie sie. Und jetzt können sie ihnen nicht vorwerfen, sind ja die Energiepreise bei den Leuten dreimal teurer geworden.
Das haben sie ja auch wollen. Also es ist für sie einfach, aber es ist für das Land natürlich sehr schwierig. Weil wenn sie keine Opposition hat, das ist immer so, wenn man keine Opposition hat, wenn man niemand hat, der opponiert, der den Gegenstandpunkt darstellt, weiss man gar nicht, ob das eine gute Lösung ist oder nicht. Und das ist natürlich jetzt in Deutschland, wenn sie mit den Sozialdemokraten gehen. Die Freien Demokraten sind ja weg. Und die Alternative für Deutschland ist noch nicht im Parlament. Das ist in Deutschland wichtig im Parlament. Das ist der 5%-Hürde. Ja, bei uns ist das nicht so wichtig, oder? Wo das Volk regiert. Und dann sind also die Linke und die Grünen sind dann die Opposition. Und das ist also ein bisschen schwach. Oder? Ja, das ist schon. Das ist ein bisschen schwach. Und für die Schweiz hat das Einfluss jetzt? Ich glaube nicht. Also ich habe immer vor der Wahl gesagt, ich habe das Gefühl, ob das die Frau Merkel oder der Steinbrück ich würde gewinnen, das spiele ich keine Rolle. Die hatten so ähnliche Programme gehabt. Was in Deutschland dann muss sagen, da muss man sehen, was wir für ein anderes Land sind. Mit der direkten Demokratie. Die haben es doch fertig gebracht, Fernsehsendungen auszustrahlen. Mit der harten Auseinandersetzung zwischen den beiden Hauptkontrahenten von der CDU, also Frau Merkel, gegen den Herrn Steinbrück. Und haben doch vorne das Thema, wo die Deutschen unglaublich beschäftigt, einfach ausklammern. Nämlich der Euro, die Euro-Krise, die Finanzkrise, die Zahlungen, die sie machen müssen. Wie geht doch das weiter mit diesen Dingen? Und wer zahlt eigentlich? Das war kein Thema. War kein Thema. Jetzt kann man sagen, ja, das war auch kein Thema, weil im Grunde noch hätten sie da keine Abweichung. Aber sie haben ja gehabt. Herr Steinbrück hat ja gesagt, sie hätte viel mehr zahlen sollen. Das ist die Austeritätspolitik. Also das Kostensenken in diesen Ländern, das machen die Leute noch kaputt. Und da hat Frau Merkel ein bisschen Gegensteuer gegeben. Warum? Weil da hat sie gewusst, alle die Bevölkerung auf meiner Seite, auch Herr Steinbrück seine Wähler. Er hat nachher auch aufgehört. Das, die Deutschen finden, sie zahlen denen zu viel. Und in diesem Zusammenhang ist auch interessant, wenn ich das verfolgt habe, und da sind ja alle sehr überrascht, dass die Alternative für Deutschland... Die hat ja ein SVP-Programm. Die sind ja nahe zu an die 5% angekommen. Ja, man kann nicht von einem SVP-Programm reden, weil das ist ein Programm, wo für Deutschland zugeschnitten ist. Also sie sagen, zurück zur D-Mark. Also die Währung aufgeben, also sehr weit, oder? Zweitens, nicht mehr so viel zahlen. Selbstverantwortung. Und drittens, Salär kürzen von den EU-Beamten und dort abbauen. Also es ist zurück zu Deutschland. Und die hat man ja fast nicht beachtet vor den Wahlen. Und hat dann praktisch gleich viel wie die FDP? Ja, ja. Die Meinungsumfragen haben gesagt, ja, wir können nicht feststellen, wie viel das sie hat. 2,4 oder 2,8 oder... Nein, keine, niemand. Ja. Ich weiss ja nicht, was da für Leute sind. Das ist anscheinend schwierig, weil in Deutschland wird einer, der da vertritt, fast ein bisschen geächtet. Man hat jetzt wieder gesehen. Das haben sie doch erzählt, dass sie die Rechtsextremen aufgesogen und so nicht gemischt. Nachdem also die Liberalen so viel verloren haben, die Grünen verloren haben, das Ding hat ein bisschen zugelegt, die Linke, aber nicht so viel, wie sie wollen. Und Frau Merkel ganz viel. Und die SP hat auch ein bisschen zugelegt. Und jetzt sagt man, der hier hat die Wähler den Rechtsextremen weggenommen. Dabei ist ja klar, wo er die Wähler geholt hat. Der grösste Teil bei den Freien Demokraten. Der hat jetzt einen Haufen selbstständiger Werbende. Und ein Haufen Unternehmer, die sagen, so geht es nicht. So geht es nicht. Und bei der CDU haben sie wahrscheinlich auch weggenommen. Sonst ist die CDU vielleicht die absolute Mehrheit, ich weiß es nicht. Aber ich habe gefunden, wenn man mit denen umspringt, dabei haben die gar nichts gemacht, als von sich aus antreten und gesagt, wir sind für eine Alternative für Deutschland. Und da hätten eigentlich die Medien müssen sehr aufmerksam sein. Und haben da alle geschlafen, am Sonntagabend, alle, ganz erstaunlich. Für Deutschland ist das scheinbar etwas Besonderes, wenn einer neu kommt und gerade 4,8% macht. Für die Schweiz ist das nichts. Da haben wir in der Geschichte immer gehabt, den Duttweiler und die Schwarzenbach-Leute und die Autopartei und die Grünen und Landesring und so. Das ist schweizerisch, oder? Aber in Deutschland gilt das als ein Phänomen.
Wir machen noch einen abrupten Themenwechsel, also gerade von Deutschland wieder zurück in die Schweiz. In diesen Tagen wird viel diskutiert. Man kann es lesen in der Feuilleton, 20. Todestag vom Journalist und Schriftsteller Niklas Meyerberg. Interessant, ich habe jetzt gerade eine Biografie gelesen von der Marianne Fehrer, sehr interessante. Und da werden Sie einige Mal erwähnt. Sie haben ja den Schieber kennengelernt, oder? Ja, also er ist ja eine eigenartige Person am Anfang. Und ist er also ein absoluter Linker gewesen. Und zwar ein revolutionärer Linker, sicher nicht auf meiner Seite. Und hat auch, wir haben ja noch nicht so eine Rolle gespielt, als er da, aber er ist am Anfang, als er kam, ist noch nicht. Und haben Sie denn mit ihm diskutiert, face to face? Oder? Ja, er ist ja einer, der ist einem nachgelaufen. Ja. Hat also, wenn man in Zürich ist, hat er einem gestellt. Und da hat man fast ein bisschen Angst bekommen, oder? Der ist ein mächtiger Keib da mit sonnigen Haaren und fast ein gefürchtes Gesicht, oder? Manchmal hat er noch so einen Hut angehauen mit so einem Rand. Und dann hat er einem angehauen, also eine gewisse Pacht hat er jetzt gerade oder nicht. Und hat sofort angefangen angreifen. Ja, Sie sind auch so einer, Sie gehören auch zu denen. Zu welchen? Zu diesen Sauhunden, von diesen Grossfilern und so weiter. Also, so ist er auf einem zugekommen. Und dann bin ich ja nicht einer, der zu einem sagt, macht sie das zum Teufel kommen. Was haben denn sie? Und dann hat man mit ihm diskutieren, dann hat er auch hören und reden. Und dann hat er angefangen zu schreiben, einem schreiben. Reka hat er geschrieben, ich habe leider diese Briefwechsel nicht, ich behalte so Brief nicht auf und die ich geschrieben habe, sowieso nicht, ich habe meistens auch von Hand geschrieben, dort mal noch. Und ich mag mich noch erinnern, einmal hat er einen Artikel geschrieben gegen den Meinrad Inglin. Der Schriftsteller von der Schriftsteller, Schweiz. Schriftsteller, ja, in der Schweiz, ein wichtiger Schriftsteller. Und ich, meine Frau und ich haben hier gerade Meinrad Inglin gelesen. Wir lesen manchmal die gleichen Schriftsteller, da kann man miteinander darüber reden. Und ich habe gefunden, es ist sehr ungerecht. Und zwar hat er ihm vorgeworfen, also der Inglin, der ist keine Bedeutung, der schreibt immer aus seiner Erlebniswelt, weil er Kellner war im Hotel, hat die Hotelwelt beschrieben und die Welt beschrieben aus seiner Erlebniswelt, oder? Wo der Inglin gesehen hat, in der Innerschweiz. Und dann habe ich ihm geschrieben und gesagt, das sei ungerecht. Natürlich schreibe ich aus seiner Erlebniswelt, aber ich kenne dann noch einen anderen, der nur aus seiner Erlebniswelt schreibe. Und der heisst Niklas Meyerberg. Und hat ihm dort auch gesagt, über was er alles geschrieben hat. Und vieles von seinem Leben, das er sage, sei nämlich seine Innere auch abarbeiten. Weil er hat ja unglaubliche Komplexe gehabt. Ich weiss nicht, er ist ja in einer Klosterschule, hat auch immer so gesagt, ich habe schliesslich Latein gehabt und humanistische Bildung und hat dort den ganzen Klosterzauber, mir hat er mal gesagt, den ganzen Klosterzauber habe ich durchgemacht, das haben sie nie durchgemacht, also sind sie ja nichts, oder? Mhm. Habe ich gesagt, eben, sie schauen auch ihre Welt. Mhm. Und wie hat er denn reagiert auf den Vorwurf? Und das war interessant. Er hat mir nicht entgegnet und gesagt, das stimmt nicht, sondern er hat gesagt, ich habe recht, ich habe überlegt. Ich habe ihm Unrecht tun. Er mache das auch. Aber er sollte es vielleicht auch nicht machen. Aber noch geschrieben, wir kommen dann auch nicht daraus raus. Und dann hat er natürlich wieder losgelassen über seine Sachen, über die Missstände. Und dann hat er mir einmal ein Büchlein geschrieben, ich weiß den Titel nicht mehr, aber es geht um den Neuenburger. Da bei Bavon heisst Bavo, er. Ja, ja. Bavo heisst er, das ist ein Junge. Wo der Hitler hat wollte verschiessen, ja. Im Sinn gehabt, den Hitler zu verschiessen. Und relativ nahe bis zum Hitler vordrungen ist. Und dann, ich weiß nicht mehr, ist er verschossen worden, also gestraft wurde auf jeden Fall. Als Tyrannenmörder, also ist ein Versuchter, ja, ja. Oder? Ein versuchter Mord von einem Tyrannen. Und er hat sich aufgeregt, dass der gestraft worden ist, oder? Und dann habe ich gesagt, ihm geschrieben, sei ein wunderbares Büchli. Das sei ein grossartiger Mensch. Weil er will den Hitler umbringen.
Ganz alleine. Eben, Tyrannenmörder. Aber er rege sich auf, dass der gestraft worden sei. Das sei ja selbstverständlich, dass der Tyrannenmörder gestraft werden müsse. Weil er hätte ja einen umbringen oder ermorden. Das sei die Problematik von Wilhelm Tell, sage ich das. Und er ja nicht gern hätte. Der Wilhelm Tell sei auch ein Tyrannenmörder. Der Vogt, den er umgebracht hat, um das Land können zu retten, das hätte er auch wollen. Aber wenn man das mache, dann setzen wir sich natürlich über das Rechte weg. Und dann müssen wir auch eine Strafe in Kauf nehmen. Das mache ich da dann eigentlich erst wertvoll. Nämlich, man sehe, er hat nicht aus billigem Hass oder aus einem Abneigungs- oder aus Zorn oder zum sich befreien, sondern der hat gesagt, jetzt muss ich das machen, um das Land zu befreien. Aber ich werde schuldig und werde gestraft. Und die Auseinandersetzung habe ich mit ihm geführt. Und er war dann interessant, wenn man in der ernsthaften Ebene mit ihm geredet hat. Hat er mitgemacht. Er hat das sogar gesucht. Weil er ist natürlich schon klar bei dem Stil, wo der hatte, der nur verhackt wurde. Ja, der hure Tyrann, ja, der typisch. Und ja, da hat er ja die Grundlage für sein Buch. Die Wille und Wahn, das ist die Familie Wille gemeint. Und er da im Heimatmuseum bei einer Ausstellung über die Familie Wille ein Zeug fotografiert und geklaut hat. Also irgendwie hat er das nicht geklaut. Abfotografiert. Ja, und kopiert und so Zeug. Also er hat es da schlau gemacht, oder? Dann hat man ihn einfach verdammt, oder? Weil er so eine unmögliche angeht und den Stil hat man vor allem dann immer verdammt. Da muss man eben aufpassen, so einige Leute haben ihren Stil. Und ich bin also keiner von denen, der den Stil, man sagt, der Ziegler, der Stil, den er hat, sag ich, jetzt hat er den Stil. Und das ist ja das, was mir natürlich auch immer vorgeworfen würde, wenn sie kein Argument mehr haben, ist es ein Stil, oder? Ja, nein. Ganz am Schluss noch, der Meierberg hat dann, glaube ich, mit Ihnen auch noch telefoniert. Ja, da war es gegen den Schluss gewesen. Also, ich glaube, da war er ein wenig geistig umnachtet gewesen. Er hat furchtbar gelitten unter dem Irakkrieg. Also unter dem Ersten, ja. Unter dem Ersten, ja, wo da die Iraker auf Kuba gegangen sind. Das sagen dem der irakische Saubannerzug. Und da hat er gesagt, der Krieg muss beendet werden. Und hat er mir gesagt am Telefon, das kann nur einer, das könnte nur sie. Sie! Die Nacht um 3 hat er mir angerufen, mehrmals. Und natürlich eine völlige Überschätzung. Hat er mir keine Nummer gehabt? Aber. Ja, nein, meine Privatnummer. Ich hatte bin ich im Zustand, wo ich noch die Leute, die ich noch abgenommen habe. Jetzt habe ich so viel Telefon, kann ich es nicht mehr abnehmen. Wenn sie auf den Telefonbeantworter reden. Und ich habe dann gemerkt, der überschätzt mich ja blödsinnig. Wieso soll ich ihm gesagt, erstens, Herr Meyerberg, ich kann das nicht. Ja, nein, wohl, Sie möchten es nur wählen. Und dann habe ich gesagt, und Sie sehen es schwarz. Schauen Sie die Welt nicht so schwarz an. Schauen Sie, in der Welt, die geht nicht unter. Und da in dem Irak und Ding ist natürlich furchtbar. Und mit dem Kuwait kommen die Amerikaner und so. Das gibt auch Tote und so weiter, aber sie geht nicht unter. Die Amerikaner gehen jetzt die Iraker raus. So ist es ja rausgekommen. Haben dann den Krieg nicht fertig gemacht. Das ist ja typisch, oder? Es ist immer ein bisschen mit den Amerikanern. Sind dann bis an die Grenze und dann sollen einmarschieren. Und hätten da sollen Saddam Hussein nehmen, oder? Und nicht erst, ich weiß nicht wie viele Jahre später. Aber da ist er nicht mehr gut beieinander und ich hätte ja dann gleich darüber das Leben genommen. Also, das war eine Rückblendung auf den Niklas Meyerberg. Das war unsere Sendung «Tele Blocher». Wir sehen uns natürlich wieder nächste Woche gleiche Zeit. Wir haben mich gefreut, dass Sie zugeschaut haben und bis bald.